Stimmung, wie es sie nur in Schladming gibt. Rund 35.000 Menschen brachten am vergangenen Dienstag das Planeistadion beim zum 26. Mal ausgetragenen Night Race zum Beben. Ein Spektakel. Für sich war es jedoch, das legendäre Rennen auf der markant gelegenen Hohenhaustenne zu erleben. Es ist eine Befreiung. Es ist schön, dass es wieder normal geworden ist. Die letzten Jahre waren für uns nicht leicht. Und wenn man heute schaut, wie die Leute wieder feiern können, wie sie aufstehen über den ganzen Hang, wie die Tenne wieder bevölkert ist, da muss man fast sagen, es ist wieder Normalität. Und wir sind sehr glücklich darüber. Also wir haben zwei Kategorien. Wir haben einmal die Hohenhauskarte, das ist der Bereich in der Tenne, die Terrasse und der Steirersaal. Da ist Essen dabei und, ein Begrüßungsgetränk. Und dann gibt es noch die On-the-Top-Karte, das ist am Dach der Tenne. Da ist alles dabei von Essen, Bier, Wein, alkoholfrei und natürlich Champagner. In der Hohenhaustenne Schladming ließ man es sich an diesem Abend an nichts fehlen. Für Speis und Trank war reichlich gesorgt, die Stimmung grandios, die Gäste sichtlich angetan. Und so warf sich auch die ein oder andere prominente Persönlichkeit ins Getümmel und genoss den Abend in unvergesslichem Ambiente. Ja, mega, mega, mega. Also es ist eine Party wie aus dem Bilderbirkel, nämlich eine Party mit Stimmung und Herz. Und das hast du eigentlich nur da, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auf vielen Veranstaltungen, aber so viel Herz wie da findet man wirklich selten. Und da gratuliere ich denen dazu, die das da machen. Und super, super, super. Ja, da kann man nur sagen, endlich wieder mal gute Stimmung. Natürlich, das ist sowieso cool, weil Schladming ist ja natürlich bekannt für das perfekte Publikum, die Fans, die was nicht nur die Österreicher anfeiern, was wichtig ist, sondern auch generell alle Läufer anfeiern. Das ist schon wieder cool, einmal diese Stimmung zu genießen, ist ja schön. Immer eine mega, mega Stimmung und super beeindruckend, in Schladming hier sein zu können. Und es ist wirklich so ein Fixtermin, also wenn ich daheim bin, wenn ich gesund bin, bin ich meistens in Schladming. Das ist so gemütlich hier, das ist wie ein Heimatgefühl. Wirklich super Panorama, super Zuschauer, schaut perfekt aus. Mit Wetter haben wir auch Glück. Was können wir noch wünschen? Die Stimmung ist wahnsinnig und es ist natürlich dieses Night Race, also bei Flutlicht, das ist unerreicht. Ne, man hat natürlich in Kitzbühel auch eine tolle Stimmung, aber das ist unschlagbar. Das ist ganz toll. Natürlich, allein wenn man da anreist oder nach Schladming fährt, immer positive Gefühle, wenn man gerade da zwei so Siege erleben darf. Gell. Es ist ganz was Spezielles und es geht auch jedem anderen Sportler so, wenn man mal irgendwo auf dem Platz erfolgreich war, wird man immer wieder gern herfahren. Und jetzt so natürlich mit dem Drumherum ist es natürlich danach ganz okay. Obwohl das Adrenalin am Start, wenn du abliefern musst, ist auch geil. Mit Feller, Strein, Schwarz und Co. war die Hoffnung auf einen Sieg der heimischen Slalom-Elite natürlich auch unter den Gästen der Hohenhaustenne groß. Ja, also ich hoffe schon stark, dass der Feller heute das macht. Nach dem Berg in Kitzbühel, heute ist er in der besten Position als Zweiter. Braucht einen, wenn er als Führender ist in Schladming nicht gar so schön, glaube ich. Der ganze Druck und die ganzen Leute, aber ich glaube, der macht es heim und dann haben wir eine feste Party da. Ja, ich drücke natürlich allen Österreichern die Daumen, ist ganz klar, aber grundsätzlich soll der Beste dann auch gewinnen. Wenn es ein Österreicher ist, ist es noch schöner. Gerade nach Manu sein Ausfall in Kitzbühel, da hat er mich riesig freuen, wenn er heute das heimbringt. Und ja, es ist einfach der geilste Slalom-Event vom ganzen Jahr. Für einen Sieg der ÖSV-Athleten reicht es am Ende nicht ganz. Clement Noël sicherte sich vor Ramon Sennhäusern und Lukas Brauten den Sieg. Manuel Feller belegte als bester Österreicher Rang 4 und schrammte somit knapp am Podium vorbei. Die Gäste der Hohenhaustenne ließen sich davon nicht beirren und feierten bis in die Morgenstunde. Also ich war jetzt an dem Wochenende in Kitzbühel auf der Bühne, in Antholz beim Biathlon auf der Bühne und jetzt in Schladming und überall Leute, Leute, Leute und alle sind gut drauf, weil Sport verbindet, Musik verbindet und Gott sei Dank ist es wieder möglich. Das Night Race 2023 auf der Hohenhaustenne. Ausgelassene Stimmung traf dort auf Begeisterung für den Skisport. Es war zweifelsohne ein Abend der besonderen Art, ein Abend, der den Gästen sicher noch lange in Erinnerung bleiben.